wir machen heute wieder ein Girls Talk Video und reden über das Thema Liebeskummer. Oh. Oh. Hattest du schon mal Liebeskummer? Ja, und du? Eigentlich ist das voll das ernste Thema. Wir lachen voll. Ja, ja. Also ich hatte schon mal, schon ganz oft hatte ich Liebeskummer. Ich auch. Es gibt ja zwei verschiedene Arten von Liebeskummer, finde ich. Einmal Liebeskummer nach der Trennung ist einmal eins und Liebeskummer, wo man noch nicht zusammen war. Genau. Weil man ihn nicht kriegt. Genau. Also ich kenne das noch von früher, wenn man jetzt beispielsweise in jemanden verliebt war, der so unerreichbar ist. Ja. Und man so traurig war, weil... Also entweder war der wirklich unerreichbar, weil der war irgendwie bei Sailor Moon oder so zu sehen. Oder weiß ich nicht, jetzt irgendein Junge, der viel älter war. Genau, so. Drei Klassen über einem. Ja. Ne, und man selber noch ganz unten und er hatte eine Freundin oder so. Ja. Oder er war eben, weiß ich nicht, man hat sich einfach nicht getraut, ihn anzusprechen. Und zu Hause hat man gesessen und geweint, weil er einen nicht sieht. Voll traurig. Ja, aber was macht man da am besten? Warten. Warten, bis man groß genug ist. Nein, also falls es irgendwelche von euch da draußen gibt, die das Problem haben. Also mittlerweile, also früher gab es das noch nicht, aber ich glaube, man könnte es ja übers Internet versuchen, oder? Mit den Schauspielern von Sailor Moon. Ich meine, darauf bezogen, wenn jemand ein paar Klassen über einem ist, ihn dann anzuschreiben vielleicht. Ja, aber stell mal vor, du bist jetzt 8 und der ist, keine Ahnung. Ja, als 8 übertreibt man nicht. Du bist 12 und er ist 15, so. Ja, nee. Ich war immer in die Älteren. Wo ich 12 war, da wollte ich sowas von 20-Jährigen oder so. Was bist du denn für eine? Also ich bin der Meinung, also entweder streicht man es sich gleich aus dem Kopf. Weil wenn man jetzt wirklich einfach mal... Ich will euch jetzt nicht die Laune verderben, aber wenn man jetzt einfach mal so darüber nachdenkt, ist es ja meistens, da müssen alle Mädels durch, so gut wie alle. Man ist in einen älteren Kerl verliebt, der eigentlich total unerreichbar ist und man hat total Liebeskummer, weil man ihn so gerne möchte, aber es geht nicht. Und ja, also entweder streicht man ihn gleich aus dem Kopf oder, wie ich gerade schon meinte, man versucht es halt im Internet. Er hat doch bestimmt Facebook oder so. Heutzutage bei uns war das ja nur an. Ja. Irgendwie, also man kann ja irgendwie versuchen oder durch Freunde herausfinden, ob er einen vielleicht auch süß findet. Ja. Findest du mich süß? Streiche an. Ja, nein. Genau, so einen Brief schreiben. Machen die das heutzutage noch? Weiß ich nicht. Schreibt mal unten in die Kommentare, schreibt ihr euch heutzutage noch Briefe? Wir haben uns früher immer Briefe geschrieben. Ja. So. Ob das jetzt unter Freundinnen war oder jetzt so mit Jungs. Ja. Da hat man mal Briefe geschrieben. Jetzt ist das alles bestimmt so voll Hightech, so über Handy. Ist WhatsApp. Ja, jetzt ist das so. Glaube ich. Schreibt das mal unten in die Kommentare, würde mich echt interessieren. So, und jetzt kommen wir mal zu der ernsteren Sache. Und zwar Liebeskummer nach einer Trennung. Wie geht man damit um? Apropos, ich habe im letzten Girls Talk Video habe ich euch die Frage gestellt, ob ihr Single seid oder vergeben. Und wirklich, ich glaube, ungefähr 80% der Kommentare waren, ich bin Single. Das ist saukrass, wie viele da drunter geschrieben haben, dass die Single seien. In diesem Video könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr mit Liebeskummer umgeht. Damit die anderen Leute, die wirklich jetzt unter Liebeskummer leiden, einfach mal runterscrollen können und sich vielleicht ein paar Tipps von euch einholen können. Ihr könnt damit Menschen helfen. Also schreibt es unten in die Kommentare. Ist doch so. Ja, ist nett. Ja, ich weiß. Also ich bin ja letztes Jahr in ein riesengroßes Loch gefallen. Und mir hat es persönlich sehr geholfen, dass Lina zum Beispiel für mich da war. Oder Romina oder auch Sarah und die ganzen anderen Mädels. Also ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, dass man Ablenkung hat. Also sich viel mit anderen Menschen beschäftigt. Und auch viel unternimmt und Party macht und unter Leute kommt. Ja, das ist ganz wichtig. Auf jeden Fall was unternehmen. Und wiederum würde ich das jetzt persönlich auch für doof empfinden, wenn ich jetzt sagen würde, bloß nicht alleine sein. Weil ich finde, das hilft auch. Also die erste Zeit. Aber ich übertreibe das dann auch immer. Ja, ich weiß, dass du das übertreibst. Ich liege dann in meinem Bett, mache die Decke über den Kopf, höre ganz traurige Musik, heule erstmal 2 Stunden lang.
weil ich finde das eigentlich, also wenn man jetzt so die erste Zeit alleine sein möchte, finde ich das völlig okay. Ja. Das habe ich nämlich auch gebraucht, einfach mal so ein paar Tage, obwohl man soll es echt nicht übertreiben, ja. Weil sonst fällt man in ein Loch, wie ich schon sagte. ich meine, wenn man jetzt wirklich so, ich sag jetzt mal, das hört sich jetzt doof an, aber wenn man jetzt echt so einen ersten Tag einfach nur nach der Trennung, obwohl das eigentlich auch schon dumm ist. Eigentlich schon, ja. Du warst ja auch direkt bei mir dann. Ja. Ich war ja auch nicht mehr bei mir. Nee. Das ist auch besser, dann lenkst du dich ab und dann... Aber das Schlimmste ist, kennst du das? Du bist dann erstmal bei deiner Freundin und dann geht's dir eigentlich relativ gut. Aber sobald man dann zu Hause ist und dann alleine im Bett liegt... Das ist ganz schlimm. Boah, ganz schrecklich. Dann auch traurige Musik. Ja, nee, das mache ich ja dann absichtlich nicht. Ich versuche mich immer irgendwie abzulenken, aber ich finde vor allem die erste Nacht ist ganz, ganz schlimm und dann liegst du im Bett und heulst erstmal, weißt du, kannst auch nicht schlafen und so. Und dann noch viel schlimmer ist, wenn man am nächsten Morgen wach wird. Das dann realisiert. Richtig. Ja, das, ja, das ist das Erste, böse. Was dann einen in den Sinn kommt und dir geht sofort scheiße. Ja. Oh, ich hasse das. Ich hasse Männer. Oh, dass sie das einem so antun können, das ist, oh, das tut aber auch weh. Ah, da müssen wir alle mal durch. Das ist leider so. Und ich weiß auch, dass bei euch da draußen ganz, ganz viele Mädels sind, die gerade dasselbe durchstehen. Also schnappt euch eure Freundin und unternimmt mal was. Und macht das auch am besten so. Ich finde das eigentlich ganz gut, das hätten wir auch so machen können, dass ihr dann auch bei einer Freundin übernachtet. Bloß stimmt. Nicht die erste Nacht alleine sein oder auch versuchen irgendwie mehrere Tage hintereinander. Weil, nee, ich finde das so. Hätte ich hier schlafen sollen mit dir? So kuscheln? Ja, hab doch. Guck mal, hier haben wir noch fast Platz. Ja, guck mal. Was doch? Dann geh. Doch. Siehst du? Ja, also ich finde das auf jeden Fall ganz wichtig. Nicht alleine sein. Also ich meine, klar, manchmal will man dann einfach alleine sein, weil man dann niemand um sich herum haben möchte. Ja. Vor allem auch, es gibt ja auch Menschen, die es nicht wollen. Ich bin ja aber auch so ein Mensch, der es nicht leiden kann. Also wenn ich weine, will ich nicht, dass jemand dabei ist. Ja, das stimmt. Dann bin ich immer lieber alleine. Also nicht, weil es mir peinlich ist oder so, aber einfach nur, weil, weiß ich nicht. Das will man dann einfach nicht, dass jemand um einen herum ist. Finde ich voll schlimm. Dann will man einfach mal alleine traurig sein. Ja, das stimmt. Ich finde auch, und das sagen ja auch ganz viele, obwohl, in meinem Falle würde nicht nur Schokolade glücklich machen, sondern alles, was sich im Kühlschrank befindet. Alles, was sich im Kühlschrank befindet, macht glücklich. So in etwa. Also, ich weiß nicht, aber Essen hat mir teilweise wirklich... geholfen. Wiederum ist es meistens bei mir so, dass ich nichts essen möchte. Ja, ja. Ist ja meistens. Man kann irgendwie nichts essen. Man hat dann keinen Hunger. Mm-mm. Ganz komisch. Will man auch gar nicht. Nee. Dann denkt man sich nämlich, dann nehme ich jetzt ab. Und dann sieht mein Ex-Freund, wie hübsch ich eigentlich bin. Ist doch so. Ja, ja. Was hat er dann davon? Hat er dann davon? Guck mal. So viele Kerle hier stehen auf mich und du Penner hast mich verlassen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr versucht, auch wenn ihr nicht wollt, vernünftig weiter zu essen. Also nicht, dass ihr irgendwie in Magerwahn verfällt oder so. Das ist ganz wichtig. Also generell alle Freizeitaktivitäten, die man auch sonst gerne durchführt, jetzt Sport, irgendwie irgendeine Sportart oder shoppen. Shoppen ist auch eine richtig gute Möglichkeit, um sich abzulenken. Wie gesagt, mit Freunden treffen, ob es jetzt Party ist und alle die, die noch nicht Party machen dürfen, sich einfach einen Nachmittag mit den Freunden treffen oder einen Kakao trinken gehen, ins Kino gehen. Also wirklich, Ablenkung ist wirklich die beste Medizin gegen Liebeskummer. Und vor allem nicht alleine sein. Wie auch mein Tattoo schon sagt, Friends are God's way of taking care of us. Ja, das ist wirklich so, das ist einfach... Ich habe in meinem Leben schon ein paar Beziehungen gehabt. Und mir ist einfach bewusst geworden, ich erzähle das jetzt einfach mal, also bei meinem allerersten Freund war das so, dass ich meine Freunde aufs Übelste vernachlässigt habe. Weil ich jeden Tag nur was mit ihnen gemacht habe. Und ich habe sie nicht wirklich verloren, aber die haben mir danach oder schon währenddessen zu spüren gegeben, dass ich Scheiße baue. Aber ich wollte einfach, ich wollte nichts mit meinen Freunden unternehmen, weil ich ihn einfach so sehr geliebt habe. Unter anderem auch Romina. Ich habe Romina, weiß ich nicht, bestimmt 9 Monate lang nicht getroffen. Boah, was? Ja. Weil ich immer nur jeden Tag... Das ist echt krass. Und mir ist danach einfach bewusst geworden, nach der Trennung, weil sie mich, oder sie unter anderem, hat mich auch aufgefangen und mir ist dann einfach bewusst geworden, dass Freundschaft wirklich für immer ist. Ja.
Und das sagt man nicht nur so, wie sagt man nochmal, irgendwie Männer kommen und gehen, aber Freunde bleiben für immer, ja, oder irgendwie so ähnlich. Und das war mir, also der Spruch war mir vorher auch schon bekannt, aber dass das wirklich so ist, hätte ich nie gedacht. Und da ist mir das echt bewusst geworden, so nach der Trennung, okay, das machst du nicht noch einmal. Deine Freunde fangen dich immer wieder auf, die Freunde sind das Wichtigste im Leben. Und ich meine, selbst wenn man einen Freund hat und Stress mit ihm hat, sind die Freunde trotzdem für einen da. Und auch im Alter sind die Freunde trotzdem für einen da. Klar, wenn man den richtigen Partner hat, kann das auch alles schön und gut werden und alles wird toll und hier und Herzchen und Blümchen und so. Aber wenn man jetzt, also Freunde sind wirklich das Wichtigste. Und das ist auch rein theoretisch irgendwie fast mein Lebensmotto. Sonst hätte ich mir das echt nicht tätowieren lassen. Stimmt, aber ist so. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir ja gerne unten in die Kommentare schreiben, welches Thema wir im nächsten Girls Talk Video besprechen sollten. Ja. Fällt dir da noch irgendwas ein, über was man noch reden könnte? Man kann ja, also eigentlich über ganz viel. Schreibt auf jeden Fall eure Videoidee unten in die Kommentare und dann besprechen wir das nächste Mal. Genau. Ja. Wir beide scheißen jetzt auf die Jungs. Oder scheißen jetzt auf die Jungs, ja. Zieh schon mal die Hose runter, wir kacken auf die Jungs. So. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, würde es uns sehr freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung hinterlässt. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was wir jetzt besprechen sollten. Und alle anderen Fragen, die ich euch in diesem Video gestellt habe, könnt ihr auch gerne unten in den Kommentaren beantworten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hallo. Tschüss. Tschüss. Warte, wie hast du letztes Mal nochmal gewonnen?